Willkommen in mein Finanzenergie am 9. August 2017. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren Finanzen? Und das möchte ich beschreiben, passend für den heutigen Tag. Worauf sollen wir achten? Wir brauchen ein gewisses Entgegenkommen oder etwas im Gleichgewicht bringen, was die Ämter betrifft, Finanzamt, Steuerberater, Banken. Das heißt, die Verantwortung, die Arbeit nicht ganz und voll übergeben, sondern wir sollen den Überblick nicht verlieren, sondern etwas noch kontrollieren. Es ist wichtig, ein Entgegenkommen, Termin ausmachen oder nachfragen. Wir müssen da eine gewisse Brücke bauen, so dass wir die Zügel nicht aus dem Hand geben. Eine Nachricht oder eine Einladung kann vorteilhaft sein, besonders wenn das von Freunden, Bekannten, von Verwandten kommt. Das kann Gewinn sein oder ein Geschenk oder Kontakte, was auch Gewinn bringt. Welchen Bereich machen wir Gewinn überhaupt? Das sind die Lebensmittel, das ist die Gastronomie, das ist die Innenarchitektur, die Einrichtungen, also das, wo wir investieren können und Geld gewinnen. Auch die Lebensmittelpreis kann auch angenehm sein und da können wir gute Geschäfte machen. Die Luxusartikel wird in der nächsten Zeit zunehmen, also das können wir mal vorbereiten, aber momentan noch kein Geld ausgeben für Luxus, weil dann verlieren wir die Gleichgewicht, also sollen wir in dieser Hinsicht bescheiden sein. Ob bescheiden sein mit Reisen oder mit Ausland, weil da sind Einschränkungen da. Die geschäftlichen Kontakte im Ausland können zum Verlust führen, die größere Gewinn verspricht uns die Inland oder die vertraute Umgebung da investieren. Also da sollen wir eher kleinere Schritte machen, bescheiden zu sein. Und wie ich schon sagte, was wir vorbereiten können, dass die Luxusartikel und Kunst wird in die nächste Zeit die Geldquelle sein. Aber im Augenblick darauf achten, dass in diesem Bereich aber nicht allzu viel Geld ausgeben, sonst verlieren wir die Gleichgewicht. Und das war mein heutigen Finanzenergie. Wenn jemand wissen möchte, wie wirkt die kosmische Energie auf die eigenen Finanzen, natürlich sollte ich dafür wissen, die Geburtsdatum, Geburtsort, und Geburtsurzeit und mit dem Geburtshoroskop kann ich das ganz genau maßgeschnitten liefern und ich freue mich auf solche Bestellungen natürlich. Und das war für heute. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.